So, wir haben es geschafft. Wir gehen nämlich heute in den Nationalpark Manu Antonio. Und schon mal eine Info, wenn ihr mit dem Auto anreisen solltet, müsst ihr ganz genau aufpassen, weil irgendwie gefühlt schon 10 Minuten vorher wird man hier abgefangen und man soll an jedem Parkplatz am besten parken. Wir sind jetzt mit dem Taxi angereist, der hat uns bis zum Eingang vorgefahren, aber hier kam auch schon der erste angebliche Mitarbeiter vom Park und wollte uns Tickets aufschwatzen für einen Strand oder einfach nur so eine Tour. Aber es ist so, dass man die Tickets online kaufen muss. Wir sind jetzt im Park. Es war mal wieder ein bisschen aufregend, aber ja, das ist typisch so bei einem Hotspot für Touris. Absolut touristisch, lange Schlange, aber wir hatten Glück. Es waren scheinbar 2 Ferienlagergruppen oder so. Deswegen ging es jetzt relativ zügig. Ja. Beim Einlass an den Pass nicht vergessen, das steht da überall. Er hat ihn jetzt nicht gebraucht, aber zur Sicherheit lieber dabei haben. Ja, es geht auch mit einem Handyfoto, aber um auf Nummer sicher zu gehen, das ist keine Garantie, dass das immer funktioniert, lieber den Originalpass mitnehmen. Wasserflaschen reinzuschmuggeln funktioniert nicht, nur wiederverwendbare, das haben wir probiert. Genau, das funktioniert nicht. Braucht da gar nicht versuchen. Die sind da sehr genau. So, die ersten größeren Tiere haben wir entdeckt. 2 kleine Echsen. Ich glaube, durch diesen Park kann jeder gehen. Hier gibt es überall ausgebaute Wege und Sitzmöglichkeiten. Und alle paar Meter spricht einen auch ein Tourguide an, ob man nicht doch noch eine Tour buchen möchte. Na, was kann man hier sehen? Riesenbäume aus der Familie der Fikusse und die haben Finnwurzeln, also Buttress Roots. Schlangen soll es ja auch geben, aber bisher haben wir leider noch keine gesehen. Tja, wie befürchtet, kein Wasser. Also wir sind jetzt hier, wo man Faultiere sehen kann. Sagt jedenfalls das Schild, dass die hier so sein sollen in dem Gebiet, in der Area. Bisher haben wir noch keins gesehen. Wir haben ein Faultier gefunden. Ja. Um euch so ein bisschen die Illusion zu nehmen, dass man hier im Nationalpark schön alleine an einem tollen Strand liegen kann. Naja, ist halt nicht so, aber wir gehen davon aus, dass es normalerweise zu einer anderen Saison noch voller ist. Aber so sieht es hier aus. Nach einer kleinen Verschnaufpause am Meer geht's weiter. 2 Faultiere haben wir schon gesehen. Ein nächster Strand. Hätten wir das gewusst, wären wir direkt hierher gegangen. Der ist viel leerer und ein bisschen angenehmer. Ja, sorry. Ich glaube, das wird hier eher eine Leguan-Show für euch. Mehr sehen wir hier auch nicht. Ja, schon ganz schön groß, wa? Also hier im Park gibt es auch überall Wasserspender, was ganz praktisch ist, weil man ja keine Plastikflaschen mit reinnehmen darf in den Park. Aber nicht die Füße waschen. Termitenhügel gibt es ja auch jede Menge. Hier geht es zum Aussichtsturm.
Aussichtspunkt gibt es nicht so viel Aussicht. Auch nochmal ein sehr schöner Strand. Und wir sind quasi jetzt auf der Schwanzflosse, die man von oben sehen kann. Der Nationalpark Manuel Antonio eignet sich am besten zum Baden. Das haben wir jetzt gesehen, weil es gibt hier sehr viele tolle Strände. Ja, leider haben wir wieder ein bisschen Pech. Versteckst du dich? Zu den Brüllaffen geht's heute nicht, die sind in diese Richtung. Und der Weg ist gesperrt. Also sorry Leute, das soll hier kein Mecker-Video über den wirklich schönen Nationalpark sein. Aber hier ist ein bisschen viel kaputt dafür, dass man Eintritt bezahlt und dass man denkt, dass die den Park einfach auch auf Schuss halten. Hi, wir wollten euch jetzt noch mal ein kleines Fazit zu unserem heutigen Ausflug in den Nationalpark Manuel Antonio geben. Für uns persönlich, er ist sehr schön, aber uns hat der Corcovado Nationalpark besser gefallen. Das soll zwar kein Vergleich sein, weil es sind einfach völlig unterschiedliche Herangehensweisen, aber man merkt hier schon, dass das der am häufigsten besuchte Nationalpark in Costa Rica ist. Der ist auch dementsprechend ausgebaut. Genau, weil es gibt hier sehr schöne Strände. Wie schon gesagt, kann man hier echt gut baden gehen. Ich glaube, dafür ist der Nationalpark auch hauptsächlich gedacht, weil Tiere kann man jetzt so auf eigener Faust nicht sehen. Wenn man also Tiere sehen möchte und wirklich das als Anspruch hat, dann braucht man einen Guide. Allein zwischen den Baumkronen erkennt man sonst die Tiere nicht ohne geübtes Auge. Da lohnt sich das auf jeden Fall. Für uns, wir haben es nicht gemacht, weil wir im Corcovado schon viele Tiere gesehen haben. Hier haben wir ein paar Affen, Leguane, den einen oder anderen Vogel gesehen. Ja, genau. Wir empfehlen auch eher den Corcovado Nationalpark zuerst zu machen, auch dort eine Nacht zu bleiben, weil man da eben dann mit einem Guide wirklich im besten Fall, so wie es bei uns war, wir hatten wirklich Glück, sehr viele Tiere, die hier beheimatet sind, in Costa Rica sehen kann. Und dann noch ein paar Informationen, also es gibt nur Online-Tickets, die haben was gekostet? 16 Dollar pro Person für Ausländer. Man muss seinen Reisepass angeben und den auch hier im Zweifel vor Ort vorzeigen. Ja, genau. Das war's, oder? So. Ja, auf jeden Fall ein schöner Besuch bei gutem Wetter sowieso. Und wir gucken jetzt noch ein bisschen rum und dann schauen wir, ob wir den öffentlichen Bus finden. Auch immer ein Abenteuer. Der fährt hier auch direkt vom Ausgang ab. Genau. Das war's erstmal. Ciao. Ciao. Trouble is with